Professor Dr. Eckert. Wir freuen uns sehr, heute die Möglichkeit zu haben, mit Ihnen zu sprechen. Sie sind Professorin an der TU München, Institutsleiterin des Fraunhofer ASEC und sind zudem Mitglied in den verschiedensten wissenschaftlichen Beiräten und beraten auch Ministerien bei Fragen zur Verwirklichung von Sicherheitskonzepten. Die Computerwoche verlieh Ihnen den Titel Die Vielberufene, da Ihr Rat als Expertin auf dem Gebiet der IT-Sicherheit eben sehr geschätzt wird. Aber welchen Rat würden Sie Mädchen und jungen Frauen geben, die sich dazu entscheiden, eine Laufbahn in der Informatik einzuschlagen? Ich würde immer raten, dass man erstmal darauf achtet, eine Grundausbildung zu haben, die breit angelegt ist. Wenn man Informatik studiert, sollte man erstmal ein tiefes, breites Wissen sich aneignen. Das ist für das Thema Cybersicherheit extrem wichtig. Das geht von den Netzwerken in die Betriebssysteme, in die Applikationen. Es geht in die Algorithmik hinein. Das heißt, man braucht eigentlich von allem ein gutes Verständnis. Das würde ich jedem raten, erstmal dieses Verständnis sich anzueignen und dann zu schauen, wohin möchte man sich spezialisieren. Im Dezember 2019 haben Sie innerhalb einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe ein Impulspapier über das Thema der technologischen Souveränität verfasst. Aber was genau versteht man eigentlich unter technologischer Souveränität und warum ist sie so bedeutend für die Zukunft der deutschen Cybersicherheit? Kurz zusammengefasst würde ich sagen, technologische oder auch digitale Souveränität, darum geht es, dass man selbstbestimmt handeln kann, ohne dass Dritte einen Einfluss nehmen können. Das klingt erstmal verständlich, aber dahinter versteckt sich ja natürlich viel und man sieht auch sofort den Einfluss von Cybersicherheit in diesem Themenfeld. Unbeeinflusst von Dritten handeln zu können, das heißt, mit IT-Systemen, mit digitalen Technologien arbeiten zu können, von denen man sicher sein kann, dass sie nicht manipuliert sind, dass dort die Daten, die man darauf verarbeitet, nicht unbemerkt abfließen, in Hände gelangen, wie man es nicht möchte. Das sind natürlich Dinge, die sofort einen Bezug zur Cybersicherheit haben, dass man die Vertrauenswürdigkeit dieser Technologie sicherstellen kann und muss. Das heißt, um selbstbestimmt handeln zu können, muss ich im Prinzip zwei große Dinge wissen und tun. Ich muss beurteilen können, was steckt drin, was tut eine Technologie, welche Risiken sind mit dem Einsatz verbunden. Und das eine ist ja schön, wenn ich das weiß, aber das andere ist natürlich, was kann ich denn tun, wenn mir das Risiko zu groß ist, habe ich Alternativen? Und das ist eben die digitale oder auch die technologische Souveränität, Alternativen gestalten, damit man eben die Wahlmöglichkeit hat. Und diese beiden Medaillen, Seiten der Medaille, die sind für mich Souveränität, beurteilen, gestalten und dann eben auch handeln danach. In welchen Bereichen ist Deutschlands digitale Souveränität bereits gut ausgeprägt und wo haben wir vielleicht noch Aufholungsbedarf? Fange ich mit dem Letzteren an. Wir haben leider an vielen Stellen noch Aufholbedarf, denn gerade die Pandemie hat es ja gezeigt, wir sind mit Macht und schnell in die digitalen Technologien hineingegangen, auch in Bereichen, die vorher noch gar nicht sehr stark digitalisiert unterwegs waren. Und das haben wir genommen. Wir haben natürlich Produkte genommen, die einfach funktional uns die Prozesse weiterhin ermöglicht haben. Aber das waren nicht unbedingt Produkte, die wir selbstbestimmt und unbeeinflusst von Dritten, um wieder auf die Definition zu kommen, wirklich nutzen können. Weil wir wissen zum Teil gar nicht, was wir uns damit hineinholen in unsere unternehmerischen Abläufe. Das heißt, in all diesen Bereichen mit den Standardsoftware, mit den Standardplattformen sind wir mit Sicherheit nicht souverän. Wir haben keine richtig guten Alternativen zu guten Videoconferencing-Systemen, zu guten Kooperationssystemen, zu Cloud-Infrastrukturen. Hier haben wir Nachholbedarf an vielen Stellen. Man denkt mal an den schulischen Bereich, wo das HPI ja auch sehr, sehr stark unterwegs ist, hier Alternativen zu schaffen, was ja ganz hervorragend ist. Wir müssen hier vorankommen, Alternativen schaffen. Open Source ist eine Möglichkeit, hier voranzukommen. Gut sind wir sicherlich in kleineren Bereichen, was auch die Cybersicherheit anbelangt. Wir beherrschen Spezialaspekte der Cybersicherheit von Isolierungskonzepten, Virtualisierungskonzepten, kryptografischen Verfahren. Da sind wir richtig, richtig gut.
aber das Systemische, das Große, das beherrschen wir noch nicht so gut. Aktivitäten wie Gaia X oder auch in Richtung jetzt eigene vertrauenswürdige Hardware-Komponenten zu entwickeln, das ist etwas, was wir dringend benötigen, aber da sind wir halt noch ein bisschen hintenher. Welche nächsten Schritte in Bezug auf die Cybersicherheit würden Sie sich denn hierzulande wünschen, um eben so schnell wie möglich aufzuholen? Ich würde mir wünschen, dass man zum einen weiterhin investiert in die Sache Cybersicherheit, eben diese Alternativen voranbringt, die Beurteilungsfähigkeit unterstützt, das heißt Testmethoden weiterentwickelt, Labore aufbaut, das unterstützt. Und ich wünsche mir sehr, dass, was man immer so gern als Walk the Talk sagt, dass nicht nur gute, hehre Worte sind, dass wir digital souverän sein wollen, sondern dass diesen Worten auch die Taten folgen, dass man diese Technologien, die wir entwickeln in Deutschland oder Europa mit den europäischen Werten, dass sie auch genutzt werden, dass sie auch eingesetzt werden, dass wir hier einen Markt nicht nur schaffen, sondern eben auch als Marktteilnehmer von der staatlicher Seite, von den unternehmerischen Seiten eben auch hier wirklich aktiv werden, um eben diese Technologie auch zum Durchbruch zu verhelfen, die einfach einen höheren Sicherheitsstandard hat und dadurch natürlich das auch in die Breite zu bringen. Das wünsche ich mir, handeln, so wie wir sprechen. Vielen lieben Dank. Gerne.